Hi. Hört das Mikro nicht an. Und ihr habt eine Freundin der leichten und seichten Ladung. Hey, wer hätte gedacht, was seht ihr da im Titel? Ich mache heute was, was keiner gemacht hätte. Nach einer kleinen Pause, die ich mir gestern gegönnt habe. Sehr untypisch für mich. Gönne ich mir heute mal was ich mir bestellt habe. Und zwar vor ein paar Tagen. Denn, wie ihr wisst, wir machen es vernünftig. Hat Dena... Ja, das ist ja nur ein Prank von Revi, ne? Hat er den schon gezeigt? Hat den auf jeden Fall seinen komischen Affen. Er spricht. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ja. Hier wurde vorproduziert, den Raum bitte nicht betreten und von innen filmen. Hab mal Respekt, du Otto. Alles. Oh. Ja, Revi hat Donald. Hi, Name. Ja, hallo. Izzy hat seine Nullis. Oh. Kann man auch freundlich sein. Oh. Von hier filmen ist okay, oder? Ganz zeigen. Guck mal, ja. Ist halt jetzt schon eine Woche alt, ja, komm. Ja, das Video gibt's bei Insi, lol. Ist eigentlich auch nur so schnell einmal. Ja, die hässliche Seite ist das. Ja, okay. Boah, oh, geil. Boah, das sieht richtig heftig auf so einer Kamera aus, ne? Ein Aquarium. Schreibt mir keine komischen Aquarium-Kommentare, wie ihr sie das gemacht hat. Und dann irgendwelche Fachbegriffe. Ich weiß, Erde. Bio-Siemens. So, Bio-Siemens. Bio-Siemens. Ja, und frage ich noch nach. Patrick hat im Prinzip eigentlich nur noch Spielsachen. Was ist das denn? Deswegen läuft bei dem so. Ja, genau. Ist nicht werbefreundliche. Hallo. Da YouTube jetzt wieder bei mir läuft, habe ich das einzig Vernünftige gemacht. Und zwar. Habe ich mir so ein Ei bestellt. Warte mal. Das ist so ein Ei, Hatchimals heißt das. Werbung, lol. Nein, das ist keine Werbung. Das muss man ausbrüten und ich fand es voll krank. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Wirklich nicht. Ich habe es mir bestellt, es ist viel zu teuer. Aber ich brauche auch mein Haustier. Das, und darum geht es halt, Leute, in meinem Leben. Immer mal wieder. Ich brauche ein verdammtes Haustier. Und die Eier können jetzt, das weiß ich, 4 verschiedene Farben haben. Und in diesen Eiern, also no shit, das ist ein... Also nicht das hier, da drin ist das wohl, ein Ei. Jeweils in irgendeinem Ei können 2 verschiedene Sachen drin sein. Ich weiß nicht mal, was da drin ist, Mann. Und man muss das so ausbrüten und so. Das ist so krank. Früher gab es irgendwie Baby Bell nicht. Nee, aber irgend so eine komische Babyfirma. Dazu meine Cousine. Irgendwie mal so ein Baby und wenn man das gefüttert hat, hat das Baby geschissen. Und zwar so kleine schwarze Perlen. Und das waren halt so die Sachen, die mich so geprägt haben, weil ich das damals nicht okay fand. Aber umso moderner die Technik wird und umso weiter wir fortschreiten in unserem Leben, werden wir nicht nur systematisch dümmer, sondern wir haben auch noch ganz viel Technik drum uns rum, die uns erlaubt, unsere Dummheit noch besser auszuleben. Und dementsprechend kann man halt so tolle Sachen machen wie das hier. Und deswegen will ich es machen und ich will ein Haustier. Mann, hier ist aber auch viel... So viel Kleber hat man noch nicht mal, damit kann man fast Panzer zusammenbauen. Also vorsichtig! Ich habe mir ein Tutorial angeguckt und in diesem Tutorial wurde gesagt, Vorsicht! Als ob, es ist halt wirklich so ein Ei. Es ist so gruselig, Mann! Oh mein Gott! So, oh Gott, ich hätte fast das Ei zerdrückt. Oh mein Gott, ich hätte fast das Ei zerdrückt. Hier sind, oh Gott, hier sind irgendwelche Sachen, die man drehen muss. Steht hier, Verriegelungsstifte nach dem Entfernen sofort entsorgen, okay. Einmal. Oh Gott. Oh mein Gott, das leuchtet. Oh mein Gott, das leuchtet. Gönnt euch. Wie gruselig ist das? Wie, was bist du? Und man muss jetzt, glaube ich, so irgendwas machen, damit das merkt. Und guck mal, ihr seht es gerade. Wenn ich das streiche, dann... Hallo. Hallo. Das hier sind die Augen von dem Ding. Warte. Das sind die Augen. Und wenn es dann besser wird, dann sieht man, dass die Augen irgendwie wieder ein bisschen besser werden. Also es wird tatsächlich daran projiziert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch dachte, es wäre ein bisschen schlimmer. Diese Dinger können halt wirklich schlüpfen, ne? Also das heißt, da kann wirklich sowas rausbrechen, wenn das ready ist. Und dann ist das halt mein Tier.
Ja, gibt bestimmt auch noch Anleitungen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon lebendig. Das freut mich megamäßig. Jetzt gibt es hier natürlich, wie bei jedem Baby, Gebrauchsanleitung. Auf jeden Fall ein krasses Teil. Moment, pink. Was für Dinger können denn da rauskommen? Ich muss ranzoomen. Ich weiß nicht, ob es geht. Das da oder das da? Die beiden ist die Möglichkeit. Ja, ist okay. Ich kümmere mich doch gleich um dich. Alles gut? Alles gut. Guck, und dann musst du streicheln. Guck, und dann grüne Augen. Uiuiui. Kann man eigentlich auch schütteln? Gucken, was passiert. Ist das okay? Okay. Okay, das fand ich jetzt nicht mehr geil. Jetzt Schema Basis, Digi. Ich habe dich nur ein bisschen geschüttelt. So. Boah. Wenn man das Ei tappt, dann tappt das zurück. Warte. Als ob. Mega gruselig, Alter. Moment, ich muss mal kurz den Blickwinkel verändern. Es ist auf jeden Fall weiterhin irgendwie heftig aktiv. Es ist auf jeden Fall gruselig wie sonst was. Also es gibt auch einzelne Zeichen. Grün ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass er niesen muss. Und dementsprechend muss man das dann anders halten. Also Light Blue, Dark Blue, es sind auf jeden Fall viele Sachen. Genau, Stage 2. Wenn das verschiedene Farben anzeigt, also die Augen nicht nur eine Farbe haben, die man machen muss, dann kann man das, dann ist es im Prinzip bereit zu schlüpfen. Also man muss sich wirklich um dieses Ei kümmern, bis das schlüpfen kann. Alles gut. Alles entspannt. Alles easy. So, komm mal bei mich bei. Also man kann die auch kitzeln und alles. Man kann denen auch zu reden beibringen. Man kann den Sachen irgendwie noch bei. Es ist total absurd, Leute. Was hier noch abgeht einfach in der Zukunft, ist einfach nur sick. Und um das jetzt schon mal zu betonen, ich habe das coolste Haustier im UFO. Und ihr, nach wie vor, ihr da draußen, bestimmt den Namen. Der Name mit den meisten Votes ist dieser Name für dieses Ei. Das wird hoffentlich morgen schlüpfen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss mal sagen, es sind cooler als Izzy Sachen, oder? Es ist schon cooler. Und das wird jetzt mein offizielles Haustier. Ja, Kleinkind. Kann sogar wahrsagen. Hier. Kannst du niesen. Leute, wir hatchen das morgen. Im besten Fall. Aber natürlich brauchen wir jetzt erstmal die Meinung von dem anderen Ding. Also ich gehe es mal durch. Pink heißt, also pinke Augen, es will kuscheln. Rote Augen heißt, es ist wütend. Orange heißt, es muss mal, muss rülpsen. Das ist Schluck auf, da muss man ein lautes Geräusch machen. War das nicht mehr? Okay. Jetzt ist wieder kalt. Das Ei, da muss man das Ei reiben. Gelb, das möchte gerne mit jemandem reden. Grün ist, wie gesagt, krank. Das ist kalt, genau. Dunkelblau ist Angst. Gelb ist hungrig. Ich meine, lila ist hungrig und weiß ist müde. Das ist Sleep Mode. Genau. Und deswegen schauen wir jetzt aber gleich erstmal, was wir nicht jetzt nur damit machen können, sondern was Izzy dazu sagt. Schauen wir mal. Wie gruselig, ey. Hi. Ich hab ein Tier. Das ist kein Tier. Das brüht dich aus. Das leuchtet. Ja, da ist ein Tier drin. Das ist mein Haustier jetzt, weil ihr alle Tiere habt. Ich hab kein Tier. Doch, das Fischis, Nullis. Nichts drin. Ja, aber noch nicht. Was mit ihm da? Das ist kalt. Was sagst du dazu? Die sind kalt. Das musst du streicheln, genau. Muss lieb sein. Die Leute bestimmen jetzt einen Namen noch dafür. Ne? Nuschelt noch ein bisschen, ne? Ja, aber das kannst du auch reden beibringen tatsächlich. Ey, hey, hast du mein Ei geschlagen? Ich fand es gut, das erhöht das. Nee, das ist rot. Das ist nicht gut. Rot ist nicht gut. Oh. Das kann auch krank werden und niesen. Nein, nicht drauf niesen. Kinder haben kein gutes Immunsystem. Nee. Ist ja ganz gefleckt. Was hast du denn eigentlich hiermit gemacht? Das war Revi. Das ist Revis Buch oder was? Das ist jetzt Revis Buch leider geworden. Ja. Sagst du, ist geil, oder? Das ist sehr geil. Besser als ein Aquarium, komm. Hallo, ich bin der Izzy. Ja, das gibt dir bald die Hand, wenn das schlüpft. Okay. Das schlüpft wirklich. Ja, ich glaube, dass ich sehe. Das bricht so auf. Ja, ich sehe hier. Nee, das bricht so wirklich auf dadurch. Mit dem Schnabel so. Ja, no shit, wenn das fertig ist. Also. Nee, wirklich. Ja, Junge, da ist doch so eine...
We don't talk about the Ritze that you don't see on the camera. Ja. Aber Anleihen, ne? Was würdest du für einen Namen denn schon sagen? Schmalz, Revi kannst du nicht hören. Schmalz? Schmalz. Was für ein Name? Schmalz, das ist Schmalz. Ja. Toll, wieder für die Leute natürlich dem was Vernünftiges vorgegeben, ne? Ja. Ja, Schmalz kommt jetzt erstmal auf die Fensterbank und dann sehe ich den morgen wieder. Du musst ja so eine Rotlichtlampe kaufen und drüber machen, ne? Ja, ich tue es nachher ins Aquarium. Ja. Damit ein bisschen Licht rankommt. Auch Säure und Beta-Siemens. Genau, Beta-Siemens. Beta-Blocker. War schöne Beta-Blocker und so. Ja. Tschüss. Ja, und Impfen? Impfen habe ich schon reingemacht. Achso, hast du schon reingemacht? Impfen habe ich schon reingemacht. Habe ich schon einfach reingemacht. Er findet es toll. Wir sind ehrlich. Er findet es toll und er ist neidisch, weil er hat jetzt 5 Wochen lang ein Aquarium gebaut und meint es besser so. Ja, Leute, ich würde mal sagen, unserem guten, noch bis dato No-Name, Easy wird ihn gerne Schmalz nennen, gibt es natürlich einen Ehrenspot, schön auf dem Kissen hier, damit er sich erstmal schön entspannen kann, nicht? Guck mal, da sitzt du jetzt drauf, da agiert er ein bisschen. Ist ja süß, ist ja cool. Wie gesagt, Namensvorschläge gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Oh, wie immer gerne ein Like geben. Dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen wieder. Ich habe noch was Witziges vorbereitet. Ich hoffe, dass Felix mal wieder am Stizzy ist. Denn dann kann ich mit dem was ganz Interessantes machen, was da hinten schon auf der Switch liegt. Denn da ist ein Spiel rausgekommen. Und ich möchte mal bitte der Allerbeste sein. Wie einer Bäumer. Und wir sehen uns natürlich morgen auch wie immer zum Stream wieder. Bis dahin. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Kurz kleines Update-Video wieder. Wie gesagt, noch nicht ganz auf der Höhe. Ist momentan ein bisschen shizzle-dizzle Hintergrund. Ich habe es im letzten Stream schon erklärt. Aber we don't care, we just hustle. Und deswegen geht's fleißig und süß weiter. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.